Ein herzliches Willkommen, ich begrüße euch ganz herzlich zu Die Siedler 6, Aufstieg eines Königreiches. Und wir sind letztes Mal hier durch Rekir gehört und haben das auch endlich mal geschafft und sind jetzt in der nächsten Mission endlich wieder weiter im Süden in Geth oder in Geth. Das müssen wir noch gucken. Ich schätze mal, Geth wird es ausgesprochen. Wir werden die Mission mal starten. Gucken, was uns dort erwartet. Es gibt auf jeden Fall schon mal gleich eine kleine Musikänderung und die Missionsbeschreibung. Mensch, es ist voll hier. Euer Majestät, darf ich sprechen? Ich möchte eure Aufmerksamkeit für eine Weile vom Frost des Nordens ablenken. Es geht um die Vorkommnisse in Geth. Dort ist es zwar wärmer, aber nicht weniger gefährlich. Der Bischof von Geth will eine Kathedrale erbauen, als Symbol der Hoffnung für seine Landsleute. Er hat um unsere Hilfe gebeten. Geth stemmt sich seit Jahren gegen die Angriffe von Wikingern und Banditen. Nun schickt auch der Rote Prinz seine Söldner, um Unruhe zu stiften und die Ländereien seinem Imperium einzuverleiben. Die Seuche ist über die Stadt gekommen und der Hafen nahe Geth wurde zerstört. Die Leute brauchen unsere Hilfe. Wir sollten unsere Siedlung jenseits des Flusses erbauen und die Stadt Geth von dort aus versorgen. Helfen wir den Siedlern von Geth bei der Erfüllung ihrer heiligen Pflicht, so gewinnen wir einen starken Verbündeten. Ja, das stimmt wohl. Wir gucken mal, was Thor da jetzt machen kann. Die Leute auf Geth sind schwach. Wir haben sie jahrelang ausgeplündert. Schickt mich. Ja, mal gucken. Was konnte der nochmal? Der konnte Met hier machen, ne? Mehr ach so, heiraten. Ehefrauen. Mhm. Ich weiß, wie man die Leute unterhält. Okay, kann Leute unterhalten, stimmt. Für die, wenn da tatsächlich eine Seuche ausgebrochen ist, ich erinnere mich nicht mehr so daran, dann könnte man mit Alandra natürlich einiges machen, weil Alandra natürlich Leute helfen kann. Ach, guck mal. Sie ist sogar, hier stehen sogar ihre Titel, Landvögtin von Westholm. Ja, aber das lassen wir jetzt mal. Also ich glaube, den Fehler habe ich letztes Mal nicht auch gemacht. Ich dachte, da wären alle möglichen Leute krank und habe dann Alandra genommen und dann war gar keiner krank. Meine Ahnen, mal sehen. Wir nehmen erstmal Thordal. Wie gesagt, Hakim werden wir später noch brauchen. Deswegen, wir nehmen mal Thordal, damit wir den schon mal genommen haben für eine Mission. Und ja, ist ja jetzt im frühen Spiel, sage ich mal. Wir sind da noch nicht im Late Game angelangt. Na gut, ne? da ist es, glaube ich, einigermaßen sinnvoll, wenn wir erstmal die Leute nehmen, die jetzt nicht so wahnsinnig wirklich wichtig sind. Also ich zumindest halte von Thordal nicht so wahnsinnig viel. Einfach, weil Unterhaltung immer geschaffen ist. Geth, genau. Wir sollten uns dorthin begeben und sehen, wie wir helfen können. Natürlich, aber nicht ohne mein Einverständnis und vor allem nicht ohne vorher ein paar Holzfäller und ähnliches gebaut zu haben. Die brauchen wir schon mal. So, hier wird auch nochmal einer eingeklatscht und dann... Ah, hier, guck, wenn wir schon dabei sind, wenn wir schon gerade hier sind, auch noch eine schöne Jägerhütte. Und hier unten können wir auch nochmal hier einen Holzfäller einbauen. Oh, das sieht doch schön aus hier. Das sieht doch schön aus hier. Hier ist doch nett, angenehm. So, Steinbruch können wir auch gleich basteln. Sehr cool. Und brauchen wir noch was? Hier hinten vielleicht auch nochmal eine Jagdhütte. So. Oh, eine Ruine gibt es hier sogar auch noch. Aha. Wo sind die? Hier sind die ganzen Viecher. So, da solltet ihr mal so hin. Und Thordal, komm mal hier vorbei. Wir wollen eine Ruine plündern. Und zwar ganz fix. So, Fische gibt es noch nicht für uns. Okay, schade, ärgerlich. Wie sieht es mit Holz aus? Oh, wir haben eine ganze Menge Holz. So, erstmal ein paar Metzgereien. Zwei sollten reichen. Für den Anfang natürlich nur. Also im späteren Verlauf werden wir natürlich noch ein paar mehr brauchen. Aber jetzt fürs Erste soll es das erstmal sein. So, die Holzhütte ist gleich fertig. Die können wir dann auch ausbauen. Jo, wunderbar. Und Steinmetz auch. Sehr gut. Dann sind die schon mal alle versorgt. Thordal kann hier uns die Ruine mal plündern. Oh, da kommen 200 Gold raus. Na, immerhin. Und wir gucken uns erstmal hier um. Also, bevor wir natürlich nach Geth in den Norden ziehen, werden wir uns das hier erstmal alles ganz in Ruhe anschauen, damit wir hier auch entspannt durchkommen. So. Holzfäller auf die nächste Stufe am besten. Genau. Und
hier wird auch noch gebaut, aber die sind auch schon gleich fertig. Die sind echt schnell. Die sind echt fix unterwegs. Das gefällt mir sehr. So, jetzt haben wir allerdings nur noch 3 Häuser. Das reicht aber, um den Jäger hier auszubauen noch. So. Was gibt's denn hier unten schönes für ein Gebiet? Hier ist Eisen. Na, es ist doch nett. Und hier kann man eine sehr gute Verteidigungslinie bauen, weil von hier oben können wir runterballern und die müssen erstmal den ganzen Weg hier hoch. Wenn sich irgendjemand hier auf den Weg machen wollen würde. Allerdings ist hier keine wirklich gute Verteidigungslinie aufbaubar. Da wird es ein bisschen komplizierter. Aber im Prinzip, ja, im Prinzip ist das alles soweit in Ordnung. So, Holzfelder nochmal ausbauen. Und dann schauen wir mal. Was war nochmal? Ah ja, genau, hier, er sinkt ein bisschen. Fische gibt es hier. Und 500, natürlich, 500 Gold, ja, ist klar. Achso, weil es hier Schafe gibt. Ah. Wie ihr wünscht. Verstehe. Ein paar Schafe. Das ist schön. So, eine Getreidefarm können wir im Prinzip auch nochmal bauen. Weiß ich noch nicht, ob wir das jetzt wirklich brauchen. Das ist ja wie immer eigentlich immer mein Problem, ne? Brauchen oder nicht brauchen. So, wir machen hier mal... Na, noch haben wir nicht genügend Holz. Ach, hier gibt's Kühe. Ja, da brauchen wir doch echt keine Getreidefarm. Wenn es hier Kühe gibt, wenn es Schafe gibt, wenn es alles gibt, das ist auch völlig sinnlos. Was wollen wir mit dem ganzen Mist? Da machen wir lieber eine Kuhfarm oder erstmal eine Schaffarm. Ich glaube, eine Schaffarm ist erstmal besser. Ja. Na, da kriegen wir aber nicht so wahnsinnig viel Zeugs raus. Wo können wir denn die Schaffarm mal hinbauen am besten? Irgendwo in der Nähe vom Brunnen wäre ja ganz pfiffig. Aber... Tja, gute Frage. Ich baue die mal hier hin. Hier hinten ins Hinterland. So, den Stall können wir natürlich nicht bauen, weil wir noch nicht genügend Holz haben. Hier gibt es auch nochmal Fisch, okay. Wie sieht's aus mit Winter? Ach, das ist ja entspannter Winter. Da passiert ja fast gar nichts. So, wir haben jetzt... Oh, jetzt haben wir plötzlich wieder ganze Menge Holz. Ja, super. Das heißt, wir können hier jetzt einfach mal einen schönen Stall bauen. So, hier neben direkt. Wunderbar. So sieht das gut aus. Schafweide muss dann natürlich erstmal gefüllt werden. Und wir haben einigermaßen Rohstoffe, dass wir schnell nochmal ausbauen können. Das ein oder andere, die Jagdhütte zum Beispiel auch. Den Steinbruch, den habe ich noch nicht ausgebaut. Das müsste man jetzt auch nochmal machen. Auf die nächste Stufe. Und ja, es fehlt so ein bisschen an Nahrung. Weil fehlt es an Schafen. Ja, weil so ein bisschen, ne, bei so dies und das jenem nicht so ganz viel Nahrung ist natürlich ein bisschen ärgerlich. Aber wir haben genügend. Wir haben schon einiges da. Das heißt, wir können dann schon das ein oder andere noch damit machen. Kommt denn noch ein wenig Holz dazu? Da kommt Holz wieder ran. Okay, sehr schön. Statt Geth können wir uns ja jetzt langsam mal auf den Weg machen. Oder, nee, erstmal hier unten einnehmen. Schon unterwegs. Erstmal das hier unten einnehmen. Hey, mir fehlt's an Essen. Ja, habt ihr nicht so. Habt ihr nicht so. Die Leute sind halt gerade in der Kirche. Da können sie jetzt schlecht Essen holen. Das ist natürlich auch blöd jetzt in der Kirche mitten, weil... Hallöchen. Geht mal wieder schön zum Arbeiten, Leute, bitte. Wir brauchen nämlich Nahrung. Und zwar pronto. Habe ich ein bisschen spät dran gedacht, hier ein bisschen Nahrung zu holen. Ich bin hungrig, hat unser Herrscher hier kein Herz. Oh. Ich könnte ein ganzes Pferd verputzen. Ich könnte ein ganzes Pferd verputzen. Ja. Ich habe Hunger. Ich habe Hunger. Er könnte ein ganzes Pferd verputzen. Ach, guck mal. Ja, marschieren sie doch auch schon gleich los. So wollen wir das doch haben. Da sieht mal einer an. Sind sie schon mal gleich wieder alle glücklich. Jetzt haben sie wieder... Jetzt gibt es für die nichts mehr zu tun. Ganz plötzlich. Ist klar. Ganz plötzlich. So, Käserei bauen wir hier. Das sollte sowieso zeitnah alles geschehen. Und hier hinten bauen wir dann auch noch eine Räucherei. Sehr gut. Ja, wunderschön. Wunderschön. Und dann können wir das hier, das Territorium, gleich einnehmen. Oh, ich hoffe, das verlieren wir nicht bald wieder. So wie es hier gerade aussieht. Ich brauche Holz, bitte. Holz, bitte. Da kommt Holz. Sehr schön. Also unsere Holzfäller sind schon wieder sehr fleißig, muss ich sagen. Ah, zu wenig Holz. Ja,
Versorgt Soldaten mit Fackeln. Ne, das sehen wir, kostet je nach Territorium, ist klar. Und wird repariert, sobald man Soldaten drauf schickt. Auch das ist so eine Sache, die recht schön und entspannt und praktisch ist. So, bauen wir hier mal einen Posten hin und jetzt ab in den Norden. Schon unterwegs! Jo! Lauf! So, was haben wir hier noch? Die sind schon voll ausgebaut, ja super. Einem Schafhirten fehlt es an Schafen. Was war hier denn? Hier ist grünes Land. Wem gehört denn das grüne Land? Was ist das hier für ein Land? Wie ihr wünscht. Hä, wem gehört das Land denn hier? Das ist so, das ist doch hier so weiß, ne? Ist das irgendwie einfach ein neutrales Land, oder? Ach nee, das ist der Hafen. Ah, okay, verstehe. Und hier ist das grüne Land, wo wir hin müssen. Boah, das ist ja riesig. Der Hafen, der aufgebaut ist, können wir damit beginnen, die Kathedrale für den Bischof von Geth zu bauen. Ja, geil! Oh, was ist denn hier los? Wenn ihr erst den Titel Landvogt tragen, werdet ihr uns sicher helfen können. Ja, so viele Leute wie hier protestieren, sieht das aber... Unser Hafen muss wieder aufgebaut werden, damit dort ein Schiff mit einer Ladung Medizin anlegen kann. Ach so, die sind echt krank. Das heißt, da könnte ich auch mit Alandra tatsächlich helfen. Jo, was brauchen wir denn dafür? 20 Steine. Okay. Okay, machen wir. Ein Karren wurde ausgesandt. Ein Karren wurde ausgesandt. Sehr schön. So. Wir haben ein Territorium eingenommen. Ich finde das sehr stark, wie Thordal spricht natürlich hier. Das ist so eine typische Wikinger-Stimme. So, wir haben auf jeden Fall schon mal ein paar Schäfchen ins Trockene gebracht. Das ist doch schön. Hier bringt es uns alles nichts. Wir werden erstmal auf Eisen ein wenig hinarbeiten. In nächster Zeit. So, wie sieht's denn hier aus? Das wird schon mal alles verbraucht. Das ist doch schön. Das heißt, wir kriegen schon mal einen ganzen Haufen verschiedene Nahrung rein. Das ist doch genau das, was auch wünschenswert ist. Jo, Metzgereien arbeiten fleißig. Ja, da haben wir jetzt ganz gut was. Also, ich muss sagen, mit den Metzgereien und Bäckerei und Räucherei und Käserei sind wir erstmal versorgt. Gut, das Getreide ist bald weg. Da sollten wir uns dann auch irgendwann um neue Sachen kümmern. Ach, jetzt haben wir plötzlich so viel Holz. Wie viel kostet denn hier ein Territorium? Ja, 300, natürlich. 300, ist auch ein bisschen viel. Bisschen zu viel gerade, bisschen zu viel ist gut. Okay, das heißt, wir können aber schon mal irgendwas anderes bauen. Zum Beispiel einen Weber. Zum Beispiel Weber, ne? Ist auf dem Weg zu uns. Schon bald können wir unsere kranken Siedler versorgen. Ja, das ist doch schön. Guck dir das an. Ich steuere den Hafen an. Bald werdet ihr meine Waren begutachten können. Ah, genau, der steuert den Hafen an. Da können wir dann nämlich auch noch vorbeilaufen. Und da kann man dann das ein oder andere sich kaufen. Zum Beispiel ein paar tolle Sachen, die es halt nur da gibt. Und das Tolle daran ist dann halt, dass wir dann hier auf dem Marktplatz halt so einen netten Herrn kriegen. Der kommt dann mit dem Karren vorbei und liefert das und dann verteilt er das. Und dann sind alle Leute glücklich, im Optimalfall natürlich. Wenn wir Pech haben, dann nicht. Mein Schiff ist im Hafen vor Anker gegangen. Ah. Kommt und seht meine Waren. Ja, kommt und seht meine Waren. Lasst uns gucken, was für tolle Waren es gibt. Es waren Waren. So, was ist denn hier los? Die stehen davor rum und braucht niemand meine Waren. Ja, nichts zu tun. Okay. Anscheinend braucht keiner deine Waren. So, genau. Hier gibt es einen Gaukler. Er steigt den Ruf der Stadt und unterhält die Waren. Und hier gibt es tolle Farbe. Erhöht Qualität der Kleidung. Und hier natürlich ein bisschen Medizin. Ja, Krankheiten brechen in großen Siedlungen aus. Ist bei uns noch nicht der Fall. Aber wir werden schon mal eine Medizin uns... kaufen? Also ist die Frage, wie lange ist der Typ da, ne? Vielleicht sollte ich zur Sicherheit eine Medizin mal... Ja, nee. Alles klar. Ich kann nicht aufsteigen, solange da Medizin nämlich auf dem Marktplatz ist. Da kann ich nicht einen Titel aufsteigen. Das heißt, ich lasse das lieber. Das wäre nämlich sehr doof, wenn ich dann da unten hinkomme. Und einen Titel holen möchte und ich aber keinen kriege. So, hier kommt Leute. Geht mal in die Kirche. Zack. Genau, ihr habt doch eh nichts zu tun. Also rein mit euch. Lauf. Ja, na bitte. Geht doch. Geht doch. So einfach macht man das.
Ja, was ist mit den Schafen? Seht euch nur unseren Marktplatz an. Welch munteres Treiben dort wieder herrscht. Ach, welch munteres Treiben. Haben wir unsere Siedler geheilt. Ja, ist das doch schön. Kastellan, der Kastellan steht hier rum. Ja, das ist doch herrlich hier, ne? Die haben echt ein interessantes Gebiet hier. Ah, ich glaube, da war irgendwas von, wir müssen hier auch dann selber noch so ein paar Gebäude bauen oder so. Könnte gewesen sein. Ich weiß es nicht. So, ich baue jetzt erstmal hier oben den Posten hin. Ja, ich glaube, hier ist sogar echt ideal. Ah, das ist ja ziemlich cool. Das ist ja ziemlich genial. So, dann gehen wir hier rüber. Theoretisch könnte es sein, dass sie den Fisch hier auch erreichen von hier. Na, vielleicht, wenn ich Glück habe. Wenn ich Glück habe, kriegen sie das auch hin. So, erstmal warten. Wir können auf jeden Fall auch noch eine Gerberei, können wir, glaube ich, uns leisten. Ja, nein, ja, locker. Locker leisten wir uns eine Gerberei. Die wird jetzt erstmal gebaut hier. So geht's ja nun nicht. So, Weber aufrüsten, Räucherei aufrüsten, Weber aufrüsten. Fischerhütte habe ich ganz vergessen, aufrüsten. Bäckerei brauchen wir nicht aufrüsten, Käserei auch momentan nicht, Lagerhaus, nee, die Kirche braucht es irgendwann, denn uns ist bald schon, ja, uns stehen bald die Siedler schon zu Kopf, die nehmen uns bald alles weg, da haben wir keinen Platz mehr, wir brauchen, ah, hier sehen wir noch, 4 Minuten 40 ist der noch da, okay. Das Territorium wurde eingenommen, sehr schön, dann bauen wir, dann sollte ich innerhalb von 4 Minuten also darauf laufen. Gut, das heißt, sie sollte schnell das Territorium hier einnehmen und dann zum Hafen rennen. Und dann nochmal schnell was kaufen, das ein oder andere. So, Weber und Gerber und Fischer. Ach so, ist noch gar nicht. Ey, das dauert so lange. Und den anderen Gerber bauen wir auch gleich aus. Jo, wie viele Siedler haben wir dann noch? 44. Okay, noch 6 Plätze frei. Bei uns im Turnus. Ach komm, nee, wir gehen erstmal zum Hafen. Oder? Warte mal. Wie viel, was fehlt uns denn noch alles? Wir haben im Moment eine von 6 Kleidungen. Ist noch nicht so viel. Ah, aber 2 Wolle sind schon da. 2 Wolle, naja. Okay. Was kommt, Tordal? Dann machen wir uns gleich einen neuen Titel. Und danach, ach, wir müssen die blöde Burg aufrüsten. Ach, nein. Das ist natürlich doof. Das brauchen wir ja auch noch für den Titel. Okay, ist ja gut. Dann haben wir halt so wenig Gold. Wir haben kein Gold. Handelspartner. Das heißt, theoretisch, wenn ich Lust hätte, könnte ich auch was verkaufen. Nämlich ein paar von den Dingern hier. Und ein paar Würste. Für 50. Ach, wir haben ein Dorf kennengelernt. Was kommt denn da? Da oben ist ein Dorf. Interessant. Okay. Interessant. Da sollten wir noch mal gucken. Irgendwann. Ja, die Bäckerei, die hat nichts zu tun gerade. Wie sieht's aus? 8 von 6 Kleidung. Sehr schön. Sehr, sehr, sehr schön. Wunderbar. Die arbeiten ja fröhlich und munter vor sich hin. Das gefällt mir. So, Titelanvogt. Titel ist es wert, mit einem Lied gewürdigt zu werden. Das stimmt. Du kannst auch bald selber noch ein Lied holen. Oh. Ja, natürlich. Wir brauchen Holz. Das ist echt ein jämmerliches Kaff hier irgendwie. Das ist ja sehr voll schwach. Die haben ja keine Burganlage, nix, nur hier Lagerhaus und Käserei, Bäckerei, das war's. Und dann wollen sie sich so eine fette Kathedrale aus dem Boden stampfen. Kein Wunder, dass die dafür Holz brauchen. Haben ja sonst nix. Die haben ja sonst nix. So, was tut sie hier? Ja, wir können uns im Prinzip... Kaufen wir uns einmal Medizin. Für alle Fälle. Und ein bisschen Farben. Ein paar Farben müssen wir uns auf jeden Fall kaufen. Jetzt kommt hier das Ding. Und den können wir notfalls zurückschicken. Und dann macht er den Marktplatz frei. Aber das wollen wir natürlich nur im äußersten Notfall. Und der ist jetzt noch nicht eingetreten. 1 Minute 28 ist er noch da. Wir brauchen Geld. Wir brauchen Gold. Wir brauchen viel Gold. Hier, verkauft mal. Der Marktplatz dieser Partei ist belegt. Ja, die machen gerade ein Fest, ist klar. Natürlich. Macht mal eine fette Party, Leute, hier.
Okay, dann vielleicht so. Oh, 145. Ach, jetzt fehlt uns ja nicht mehr viel. Jetzt fehlt ja nicht mehr viel. Das sollten sie noch schaffen hier. Bis das fertig ist. Dann kriegen wir noch ein bisschen Farbe. Kriegen noch ein bisschen Farbe ins Leben. So wünschen wir uns das doch. Jo. Fischerhütte ist... Das Lagerhaus ist voll. Oh, das Lagerhaus ist voll. Fischerhütte ist auf jeden Fall ausgebaut. Und wir sollten dann vielleicht noch eine zweite Räucherei bauen. Oder so. Nee, wir brauchen jetzt erstmal hier Seifenmacher. Seifenmacher. Genau. Und Besenmacher auch noch. Natürlich. Die Medizin ist eingetroffen. Die Medizin ist eingetroffen. Ist nur keiner krank. Das ist schon mal ganz schön. Aber, ja. So, hier, das muss ich auf jeden Fall ausbauen. Und wir haben 150 Gold. Nicht genügend Platz im Lagerhaus. Och, nö, verarschen. Ein Karren wurde ausgesandt. So, jetzt aber. Ein bisschen Farbe hier. Ein bisschen Farbe kaufen. Okay, du kannst wieder abziehen. Auf euren Befehl. Ich setze die Segel. Gerade, bis zum nächsten Mal. Haben wir aber gerade nochmal Glück gehabt hier, ne? Gerade nochmal gekriegt. Ein Wunder. Sofort. Er setzt die Segel und verzieht sich. Ja, dann setzen wir auch mal die Segel und verziehen uns. Ich hoffe, es hat euch soweit gefallen. Und beim nächsten Mal geht es dann ganz fröhlich und munter weiter mit Die Siedler 6, Aufstieg eines Königreiches in Geth. Ich wünsche euch was, macht es gut.